Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bildet Challenge mit dem Tino, dem Axel, dem Freezy und mir. Wir sind immer noch munter am Schnetzeln-Häckseln und noch immer im Livestream am Montag unterwegs. Inzwischen müsste es sein, Weihnachten ist vorbei. Es müsste der 26. sein. Ne, 27. Es ist ja fast schon wieder fast Silvester, Mensch. Ist ja schon fast wieder Silvester, Mensch. Seht ihr mal. So. Erstmal an den Kredit denken und abgezahlt werden können. Ja, aber ich glaube, mit einem zweiten Trecker haben wir in dem Moment nichts falsch gemacht, oder? Was sagt ihr? Warum machst du denn wieder nichts? Der hört immer gern mal auf hier mit seiner Scheißschaufel. Also Herr Wein, ich muss sagen, Sie sind schnell wie der Wind. Ja, das müssen nicht. Sie wollen ja auch liefern und abliefern. Das oh, das ist das gute Stück. Ja. Ach ja, ist doch schick. Ja, macht sie ja, ne? Dann würde ich den nämlich an den Frontlader schnallen, dann kann der da diese. Weil gucken Sie, das ist hier mein Konstrukt. Ich hab die Automatik gesehen, die ist sehr gut. Ja, ja. Und dann kann ich mit dem Großen ziehen. Ja, das passt. Ja, super, vielen Dank. Ja, kein Problem. Jo, bis dann, tschüss. Ja, tschüss. So, dann müssen wir das jetzt hier nochmal kurz leer machen. Der hat schon wieder aufgehört, der Lümmel. Nein, das ist natürlich... Ja, egal. Christian ist ja leise. Okay, dann können wir ein bisschen lauter machen. Wie gesagt, irgendwie, es war alles perfekt, bis ich mein TS neu installiert habe. Dann war alles für den Arsch. Passt der Aufbau an den anderen dran? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich würde sagen, dass der Aufbau für den ein bisschen zu klein ist. Von daher müsste es an den anderen perfekt dran passen. Ja, würde ich sagen. So, jetzt könnte es wirklich sein, dass der einfach voll ist. Immer noch nicht. Ja, okay, reicht. Warte mal. Uiuiui. So. Das. Zack. Schnell weg. Wir haben zwei Johnnies, Leute. Das freut mich mega. Vorhin hat es einer in Chat geschrieben, 7810. Oder was ist das, 7810, gell? Ja. Vorhin hat es einer in Chat geschrieben. Guck mal, es ist tatsächlich einer geworden. Ist nicht toll. Haben wir auf jeden Fall das Gewicht hinten dran. Ja, ja, das Gewicht kommt auf jeden Fall dran. Vergesse nicht, das Band auszuschalten. Ja. Ist gerade nicht schlimm, weil ich habe hinten schon Rübenschnitzel reingekippt vorhin. Erinnerst du dich? Da dürfte jetzt nichts passieren. Ah, hoffentlich ist das die richtige Aufnahme. Aber ich habe eine Werkstatt hier, sonst dürmel ich dich schnell um. Wenn das jetzt nicht hier dran passt, dann baue ich eben oben um. Ah, das geht. Sehr schön. Uiuiui. Uiuiuiui. Uiuiui. Da? Ah, bleib stehen. Wie groß die Schaufel im kleinen Johnny aussieht. Heftig. Das ist doch mal ein krasses Bild, oder? Aber warum hört er denn auf, wenn ich weglaufe? Mensch! Weil er, ich glaube, weil er schneller häckselt als reinfliegt, oder? Und dann hört er auf. Ich,
glaube, du müsstest mal noch ein fetteres Gewicht investieren bei Klingert, ja. Ich glaube auch. Was ist denn nur los? Der Nuss. Glaub's nicht. Wunderschönen guten Tag. Ach, Herr Nuss, was geht? Meine. Ja. Und da. Bitte? Ist ja sehr effektiv, was Sie da machen. Ja, ne? Ich bin begeistert. Ja, ja, ja. Ich muss effektiv arbeiten, um Ihren Kredit zurückzuzahlen. Ich meine, Sie die zwei? Ja, okay. Die zwei, ja. Aber ist das nicht krass? Oh, steht. Moll. Ja, ja, ich habe mir da was einfallen lassen, ne? Ja, ich bin da ends auf begeistert. Klar, wie man sieht, ich meine, es fällt leider nicht vom Baum. Ich musste natürlich auch erst noch ein bisschen investieren, was ich hätte auch zurückzahlen können. Ich steig mal ein bisschen auf Reifen. Ja, ja. Aber, ja, okay, ich bin aber voll, Herr Nuss. Also, wenn Sie nichts hätten, müsste ich auch direkt schon los. Ja, ich hätte tatsächlich wirklich was. Ja, was denn? Ich wollte eigentlich fragen, wie es Ihnen als einer der tüchtigen Bauern hier bei uns in der wunderschönen Elm Creek geht. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, einmal frei. Freut doch zu hören. Genau. Lauter nette Leute. Ja, ist doch schon. Kredite laufen ja noch feuchtfröhlich vor sich her. Ja, aber ich möchte jetzt noch ein was bauen und dann würde ich mich direkt an den Kredit, ja. Ja, alles gut. Wir haben ja neue Zahlungsziele mit Ihnen ausgemacht, ist alles gut. Genau. Aber ich bin eigentlich in anderer Mission da. Ja. Und da Sie ja einer der, wenn nicht der schlechthin, tüchtigste Bauer sind. Ui, bin ich das? Wer weiß, man munkelt vielleicht. Der raffinierteste auf jeden Fall, wenn man sich hier die Schlitzohr. Ja, ein Schlitzohr klingt negativ, das möchte ich nicht. Ja, okay. Ja, egal, ja, kommen Sie, ja, was, ja. Und zwar, wir haben gesagt, wir spendieren den Bauern hier im Ort Kercher. Und Sie kriegen zu Weihnachten von uns den Kercher. Mist, ich hab schon einen. Ja, das ist doof. Kann ich das in Geld haben oder muss es ein Kercher sein? Müsste ein Kercher sein. Ja, komm, dann gucken wir mal, ob wir beim Schafstall noch einen platzieren können. Stellen Sie den auf oder kriege ich den und ich muss ihn aufstellen? Sie kriegen von uns das Geld überwiesen und dann können Sie den aufstellen. Sollte der Kercher aber nicht da stehen, wo wir ausgemacht haben, also... Ach so. Sollte ich keinen zweiten Kercher bei Ihnen finden, dann gibt's Ärger. Nein, dann... Ich würde sagen, mal gucken. Also ich weiß noch nicht genau, vielleicht stelle ich ihn hier... Achso, nee, das geht nicht. Also vielleicht hier in die Halle, an die Halle irgendwo oder so... Ja, neben Frischwasserbrunnen. Ja, nee, dann vielleicht nicht. Das ist auch Ärger mit dem Herrn van der Weet kriegen. Ja, nee, also hier in dem umzäunten Bereich werde ich ihn irgendwo platzieren. Ja, ist doch vernünftig. Okay. Dann, weiß ich Bescheid und Sie kriegen dann die Tage das Geld überwiesen und dann kurz einen Anruf nochmal und dann wünsche ich viele Späße. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, für das Geschenk. Kein Thema. Ich bedanke mich und wünsche noch viel Erfolg. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ach. Jetzt muss ich auch noch RP machen. Nein. Ja, sehr schön, Mensch. Guck mal, was Geschenk bekommen. Mensch, läuft doch. Jetzt aber schnell. Schnell. Jetzt sind es natürlich nur noch 36.350. Du musst im Traktor sitzen bleiben, damit die Rübenschaufel funktioniert. Ich glaube auch, ja. Aber macht ja nichts. Ich kann ja eh nichts machen anders gerade momentan. It's me, Yannick. Moin. Verheerung. Oh nein, das fällt. Gut, jetzt sehen wir schön, es ist wirklich der Traktor, der so im Eimer ist, ne? Ja, den reparieren wir dann gleich mal. So. Ich bin sehr zufrieden mit dem Konstrukt da hinten. Das klappt wunderbar. Krass, guck mal, wie das aussieht. Wenn das hier... Das ist ja eine geile Textur. Ja, das soll diese Scharten, diese von Kartoffelerntsaat soll das simulieren, glaube ich. Guck mal. Diese Haufen, ne? Weil 3D gibt es ja leider nicht. Oder? Hätte ich jetzt gesagt. Das soll diese Reihen simulieren. Sieht sehr schön aus, die Textur. So.
Du müsstest du eigentlich in der nächsten Pause Thumbnail machen. Das mache ich nachher. Das mache ich ganz zum Schluss, wenn ich meine Rohr habe. Dann platziere ich das alles wieder so, dann mache ich das Thumbnail, dann fahre ich alles wieder zurück, wie es gestanden hat. Das machen wir immer so. Das machen wir zum Schluss. Ich dachte, ich bin nicht gemutet. Das machen wir zum Schluss. Ist gut. Wir sind heute echt viele. 84 Leute gucken zu. Das freut mich auch mega. Wir werden irgendwie von Woche zu Woche mehr, habe ich das Gefühl. Und man sieht ja, der ein oder andere YouTuberino ist am Start, was mich super freut, dass die, weil es ist ja schon so, ne, im Chat sind wir halt 80, 60, 80 mal 100, was super ist, keine Frage, aber YouTube schauen 3000 Leute teilweise, bis zu 7000 bei den Baufolgen und es schafft immer wieder mal ein YouTuberino, der es dann auch mal live am Montag schafft, freut mich, super mäßig, also mega. Woody, schön, dass du da warst und danke für deinen Support, mein Lieber. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Übrigens an alle, die vielleicht jetzt neu da sind und an die YouTuberinos. Nee, das ist zu spät. Da bin ich schon weg. Wir sind ja schon weit nach Weihnachten mit der Folge hier. Am Mittwoch, dem 22. Dezember ist mein letzter Livestream im Jahr 2021. Es würde mich mega freuen, wenn von euch aus dem Livestream auch welche da sind am Mittwoch. Machen wir einen schönen Jahresabschluss. Einfach ein bisschen was daddeln zusammen. Ab 20 Uhr. Dann lassen wir das Jahr ausklingen. Es war ein super Jahr. Es war wirklich Twitch, YouTube. Super geiles Jahr. So an sich leider ein scheiß Jahr. So, ne, wenn man Corona und den ganzen Müll. Aber was uns betrifft, euch, lieber Livestream, euch, liebes YouTube und mich, war es ein sehr schönes Jahr. Kann man nur so sagen. Kann man einfach so sagen. Dies ist doch kein Wunder, dass hier so mehr kommen. Diesen einen Mitspieler von euch gucke ich zum Beispiel nicht mehr. Wer ist denn dieser eine? Moin Manu. Yo, BL Gaming. Servus, mein Lieber. Der bringt auch gerade eine Ladung weg. Was? Wir rammen ihn weg. Ich muss sagen, mit Freezy habe ich nie Stress in einem Projekt. Ich meine, bei Live 3 haben wir ja nahezu zusammengearbeitet. Ich habe ja mit ihm zusammen ein bisschen. Leider hat es trotzdem nicht gereicht. Also er ist ja trotzdem Letzter geworden. Ich wünsche ihm, dass er diesmal nicht Letzter wird. Oh, scheiße. Ein bisschen übers Feld gefahren. Das tut mir leid. Aber ja. Wir sind in der dritten Folge aktuell. Oh, ich habe ihn gar nicht gesehen. Erstmal schön die Vorfahrt genommen. Oh, schön. Hey, weiß aber schon, dass du da vom Feldweg kamst, oder? Ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Und als ich dich gesehen habe, mit dem Anhänger brauche ich nicht anfangen zu bremsen. Ja, okay, das stimmt auch. Sorry. Mach ganz gut. Hast du dir einen neuen Traktor gegönnt? Ja. Warte mal, ich fahr kurz vor und dann gucke ich mir mal an. Dass wir hier weiterkommen, wir haben ja alle keine Zeit. Hör, was ist denn hier los? Oh nein! Was denn? Ist das Ding voll? Das Ding ist voll. Oh, ich glaube, das Ding ist voll. Der hat gerade noch zu mir gesagt, hier wäre Platz für 200 noch was 1000 Liter. Ich habe eine Fuhre mit 38.000 gebracht. Hä? Warte mal, wo ist denn der? Der müsste hier irgendwo rumtiegeln. Den habe ich da hinten irgendwo rumgesehen. Das ist aber ein Gerät, du Mann, Mann, Mann. Ach da, ne? Wo ist denn der Herr Welle? Hallo? Herr Welle? Hallo? Ja, ja. Hey, mal, moin. Ja, sagen Sie mal, ist Ihr Schnitzellager auch voll? Nein, eigentlich nicht, nein. Ja, aber ich konnte gerade nichts abgeben. Nee, es ist noch etwas mehr als die Hälfte ist voll. Warte mal. Stau am Rübenladen hier. Es ist der Wahnsinn, was hier los ist. Ey. Hä? Warte mal, ich mach mal ein Stück zurück. Ja, kann man auch ein Stück zurück. Oh, warm blinke ich dann. Jetzt geht's. Keine Ahnung, gerade hat die Klappe geklemmt.
Da muss man ein bisschen Öl dran machen, oder? Ja. Ja, warte, ich hab hier was. Ich hab hier was. Aber machst du gerade was dran? Ah, danke. Hinten auch nochmal? Ja. Ah, danke schön. Ich hoffe, es war das Gute. Ich mag den Geruch. Oh, wow. Okay. Hast du da jetzt WD-40 dran gepimmelt oder was? Ja, ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ja. Hey, das macht sich gut das, im Zucker, das glaubst du nicht. Zeig mal her, dein Gerät. Oh, hier, guck mal, mit den Nokian sind das. Das sind die neuen Nokian, gell? Ja, genau. Oi. Schick, Mensch. Schick, ja. Ich wollte ja eigentlich einen Neuner kaufen, aber... Ja, ich hab gehört, den haben sie aus dem Programm genommen, ja. Ja, aber auch mal. Ich hab was nicht zu fein. Oh, ich bin leer, ich mach dir frei. Bis dann. Jo, bis dann. Charmant vorgedrängelt. Eieieiei. Ich habe aber wirklich nicht gesehen. Ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Erst die Vorfahrt klauen, dann den Schuppen vollballer. Macht man das nicht so? Ich dachte, so läuft's. Aber nur noch 200.000, das heißt, ja gut, ein paar Fuhren, zwei, denke ich mal, kriegen wir noch unter. Und dann sind wir eh... Ich glaube, wir kriegen es nicht ganz weg. Ich weiß aber nicht, wie Freezy seinen Haufen Rüben schon komplett geschnitzelt bekommen hat. Ladetechnisch ist er im Vorteil, weil er einen Radlader Rübenschnitzel in die Anhänger kippt. Ja, okay. Hat er viel liegen, oder was, Simson? Ja, gut, wenn er alles schon geschnitzelt hat, das ist blöd, aber also mich hätte mal interessiert, wie er das so schnell geschnitzelt bekommen hat. Weil er hat nach mir geerntet. Wenn mich nicht alles täuscht. Den Rest zwischen parken und in der Baufolge mit dem Rest. Ja, auf jeden Fall. Also ein Lager werde ich wahrscheinlich nicht einrichten, muss ich ehrlich sein, das gibt das irgendwo hin. Ach so, parallel geerntet. Na gut, das kann man machen, ja. Aber ja. Was ich jetzt hier nicht unterkriege, wird auf jeden Fall weggelagert, dass ich dann in der Baufolge in Ruhe da mein Zeug hinbauen kann. Das machen wir auf jeden Fall so. So, dann können wir eigentlich hier runterfahren. Wollen wir... Ah ne, warte mal, ich... Nee, Entschuldigung. Ich fahr kurz hoch und repariere. Obwohl, ich kann ja den Anhänger unten schon mal hinstellen. LU hat Geschnetzeltes gemacht. Okay. Ich gehe auf, schönen Stream nach euch allen. Justus, mein Lieber, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Bis Mittwoch vielleicht, wenn du Bock hast. Ansonsten wünsche ich dir wunderschöne Weihnachten. Dann sehen wir uns nämlich nicht mehr, wenn du nicht kommst Mittwoch. So, oh, warte mal. Nee, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Alles gut. Er macht es wahrscheinlich jetzt eh nicht alleine, ne? Hatten wir ja eben schon. Der will ja nicht, wenn ich weggehe. Aber egal. Wir reparieren den Kollegen hier mal kurz. Dass wir wieder ein bisschen schneller sind. Chris hat auch die erste Level 3 Karte bei Stream Heroes. Glückwunsch, mein Lieber. Da haben wir jetzt schon 6, ne? So langsam wird's. Da kurz den Dings reparieren. 15.000! Ach du Scheiße. Das ist aber teuer. Dann wascht man gerade noch mal kurz. Der hat leider schon wieder aufgehört da unten. Weil waschen schont die Maschinen, haben wir gelernt, ne? Mal kurz drüber waschen hier. Und das wurde schon runtergesetzt, das Reparieren. So. Mal kurz Maschinenpflege, muss auch sein zwischendrin. Dunkel wird's auch schon wieder. Meine Mähwerke stehen auch noch mitten da. Auch nicht so cool.
Aber guck mal, der Haufen ist schon zur Hälfte weg. Das ist doch schon mal ganz gut. Oh, dann setzen wir uns halt rein. Macht nix. Ich fahre mal noch ein Stück vor. Oh, falsche Richtung. Oh Mann. Warum schiebt denn das Ding so zur Seite? Sehr geehrter Herr Althaus, Herr Fersen, Herr Blum und Herr Schneegans, finden Sie sich bitte gegen 17 Uhr am Feld 18 ein. 5 Minuten vor der Zeit ist es Gärtners Pünktlichkeit. 18 Uhr. 17 Uhr. Achso, okay. Okay. Okay, wir sind voll. Ich finde trotzdem, das geht ganz gut mit dem, Wischer. Mit dem Förderband. Das war eine gute Investition. Ich meine, so teuer ist es ja auch nicht. Es ist ja überschaubar. Also viel hat Freezy nicht mehr liegen, maximal 2 Fuhren noch und er hat das Gespann tatsächlich schon wieder voll und ist auf dem Weg. Und der Selula scheint auch noch abzufahren für ihn. Okay. Ja gut, mal gucken. Wenn die Fabrik vollgelaufen ist, würde ich den Haufen trotzdem schon mal klein häckseln und wegstellen, ja. Okay. Wäre natürlich gut, wenn wir das noch voll kriegen. Achso, wir sind aber schon wieder am Ende gelangt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ist krass, wie die Zeit vergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schreibt bei anderen vorbei. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was auf Feld 18 los ist. Aber wie gesagt, das gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.